bin Michele und ich habe heute die Aufgabe zugeteilt bekommen, euch ein bisschen was über Live-Coding zu erzählen. Vielleicht mal direkt eine Frage in die Runde. Wer hat überhaupt schon mal von diesem Begriff gehört, Live-Coding? Mal die Hand heben. So. Ja, sehr, ganz schön viel, ne? Wer hat schon mal von Live-Coding im Kontext künstlerischer Praktiken gehört? Jetzt mal die Hand heben. Ein paar weniger, ne? Okay, also ganz kurz zu mir. Ich bin Musiker, Komponist und Programmierer. Wobei das Programmieren bei mir eben immer Teil meines künstlerischen Tuns ist. Ich habe hier in Karlsruhe am Institut für Musikinformatik und Musikwissenschaft Musikinformatik studiert, bin jetzt da Doktorand und eine Sache, mit der ich mich schon etwas länger beschäftige jetzt, ist eben das Live-Coding. Und warum das Ganze so spannend ist und vielleicht für euch interessant, ist, dass in einer gewissen Art und Weise, die nicht so ganz trivial oder, wie soll ich sagen, es ist interessant, und zwar die Art und Weise, wie Kunst und Technologie zusammenkommen. Wenn man, ich gehe jetzt einfach mal von so einem Musikbeispiel aus. Wenn man Musik am Computer macht, dann gibt es ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Es gibt verschiedene Software, die man nutzen kann. Dann hat man die Software, dann hat man vielleicht sowas wie einen Controller oder so. Dann macht man Klänge mit der Software, dann kann man die Klänge damit steuern, indem man mit diesem Controller irgendwelche Knöpfe dreht oder Fader verschiebt, wie auch immer. Und dieser ganze Klangerzeugungsprozess, der ist in einer gewissen Art und Weise schon vordefiniert in dieser Box hier. Und was man macht, ist, man steuert den eigentlich nur. Und beim Live-Coding geht es eben darum, die Programme, die den Klang erzeugen. Es muss aber eben jetzt nicht Klang sein, das kann auch Video sein, es kann Robotik sein, meinetwegen. Es werden tänzerische Choreografien mittlerweile schon live gecodet. Diese Programme werden in Echtzeit geschrieben. Das heißt, das Ding, was den Klang generiert, die Algorithmen, werden eben in Echtzeit definiert, in Echtzeit manipuliert und das Ganze ist dann Teil einer Performance. Das heißt, auf der Bühne sieht man dann die Musikerin, Programmiererin, die eben das Instrument schreibt, während die Musik erklingt, in einer gewissen Art und Weise. Und das ist natürlich total spannend. Und was ihr heute sehen werdet, sind drei Live-Coding-Performances. Die erste von Elina Lukjanova, eine Performance, die das Live-Coding in der visuellen Programmiersprache Max kombiniert mit dem Spiel auf einer elektrischen Violine samt Effektpedal und auch die als Material in der Performance die offenen Kulturdaten nutzt. Und zwar, ich habe mir das nämlich nicht merken können, was für Daten das sind. Muss ich kurz mal spicken. Einen Moment. Vom Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf. Das Datenset verborgen hinterm Federkiel, schreibende Frauen des 19. Jahrhunderts. Also da werden Daten verarbeitet in der ersten Performance. Die zweite Performance ist von mir und meinem guten Freund und Kollegen Daniel Kura-Schöpfner. Wir programmieren Klang und Grafik in Echtzeit. Und als letztes eine Performance von Alex McLean und Lizzie Wilson. Alex McLean, einer der Pioniere des Live-Coding und Entwickler der Programmierumgebung Tidal Cycles. Ich glaube, ich habe genug geredet. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Und falls ihr Fragen habt oder Feedback, scheut euch nicht im Nachhinein uns anzusprechen oder uns anzuschreien. Ich soll euch auch noch darauf hinweisen, dass es solche Fragebögen gibt, auf euren Plätzen und euch netterweise dazu animieren, die auszufüllen. So viel von mir. Viel Spaß. I am a pre-produced feed. Text to speech tends to crash the set. Therefore,
I am a pre-recorded voice, but to introduce myself, I am part of the preset operating system and my name is. Ich bin eine vorproduzierte Zuspielung. Text-to-Speech tendiert dazu, das hier programmierte Set zum Absturz zu bringen. Daher bin ich eine vorab aufgenommene Stimme. Aber um mich vorzustellen, ich bin Teil des vorinstallierten Betriebssystems und mein Name ist, ich heiße Markus. Datierung O, D-Anzahl, Art Umfang. 1. Eigenhändiger Gedicht, Manuskriptentwurf. Und still ward in dem Klosette auch. Wir lauschten lange nach, noch lange lauschten wir nach. Da sah ich zusammen den Alten fallen, dass seine Schläfe schlug an den Stein. Da ließen wir unser Geschrei erschallen. Da stürzten unsere Diener herein, gleich am Morgen kehrte der Vater heim, verstimmt und müde gehetzt, und war er nimmer ein Honigseim, so war er ein Wermut jetzt. Auch mussten's sein sehr bittre Worte,
So er gesprochen zum alten Mann, denn laut sie haderten an der Pforte und schieden in tiefer Empörung dann. Bleibt vielleicht fort, Klammer auf. Nun war durchstöbert das ganze Haus, ein jeder gefragt und gequält, die Beutel gewogen, geschüttet aus die Silber, de Stecke gezählt, ob richtig alles, versperrt das Zimmer, nichts konnt dem Manne genügen doch, bis abends zählte und wog er immer, und meinte der Schaden finde sich noch. Bleibt vielleicht fort, Klammer zu. Dies ist die Handschrift von Annette Droste H. von Lasberg. Da schickte Gott ein schweres Leid, sie schlich so lange krank umher und härmte sich ins Totenkleid, ach wohl ward ihr das Sterben schwer. Die Vögel waren wir im Haine, zu früh entschlüpft dem treuen Nest, bald tobend über Stock und Steine, bald in den Winkel dumpf gepresst. Minus, 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 minus. Wie war's dem alten Manne heiß, dem allzu guten Sakristan, sah er bedeckt mit Staub und Schweiß, und glühend uns wie Öfen nahn, doch traten wir nun in die Kammer, das Pult am offenen Klavier. Dann ausbrach der unbändge Jammer, und nach der Mutter schluchzten wir. Copyright-Zeichen, Urheber, CC Weißer, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0, International Signatur, Autografiensammlung von Endert Engelmann, Objektnummer, HHI, 2016 G, 1133 Ensammlung, N, schreibende Frauen, eine Zeit, oben der Dach. Thank you.
Verfasserin Amelie Bölte, 1811 bis 1891, Datierung, OD Anzahl, Art, Umfang. 1. Eigenhändiges Manuskript mit Unterschrift, 2 Seiten. Frauenkleidung. Die Bestrebungen unserer Zeit in Bezug auf die Erziehung der Töchter zielen vor allen Dingen dahin, sie auf wirtschaftlichem Gebiete gebildet zu machen, um des arbeitenden Mannes schwer erworbenes Geld sorgsam zu verwalten. Zu den Kenntnissen, die einer umsichtigen Hausfrau besonders notwendig sind, gehört der Gebrauch der Nähmaschine und die Kunst der Anfertigung der Frauenkleider, soweit diese Vielfalt zu ihrer Gestaltung erfordert. So beansprucht das Arbeiten hohen Arbeitslohn und kann dabei mit der Hand allein die Arbeit nicht mehr bewältigen. Um nun den Frauen und Töchtern des Mittelstandes Gelegenheit zu geben, sich im Zuschneiden und Anfertigen des eigenen Bedarfes zu unterweisen, sind Schulen entstanden, worinnach fachlichen Methoden ihnen die dazu notwendige Anleitung erteilt wird. Unter diesen Methoden steht, ob an die von Heinrich dem Direktor Kleidungsschneiderei in Dresden, der durch seine Erfindung der Berechnung der Körper durch Zahlen eine Art des Zuschneidens ermöglicht hat, die weltberühmt geworden ist und ihn zum reichen Mann gemacht hat. Nach seiner Methode unterrichtet Fräulein Wilhelmine Kudler in Karlsruhe und sie beabsichtigt, im Januar nächsten Jahres in Nürnberg eine Filiale ihrer vortrefflichen Schule zu errichten. Denn obwohl dort eine Frauenarbeitsschule vorhanden ist, die nach XXX-Methode geführt wird und auch recht gut ist, so bietet ihre Art zu unterrichten doch Vorteile. 2. So dass sie weder ihrer gewohnten Lebensweise noch sonstigen Verpflichtungen zu entsagen brauchen, um eine neue Kunst zu erlernen, die sicherlich nicht die weniger wichtige für sie ist. In allen großen Städten sind nach und nach, neben einer Hauptschule, solche Nebenschulen entstanden, die dem Bedürfnis derjenigen entsprechen, die durch die Arbeit der Hand ihren Broterwerb suchen, die nur innerhalb der Familie damit nützlich sein wollen. Eine solche Schule wird sicherlich in einer durch ihren Kunstfleiß seit Jahrhunderten ausgezeichneten Stadt reichen Anklang finden und mit Folgen von allen jenen Frauen, Mädchen und Müttern begrüßt werden, denen an einer weisen und sparsamen Führung des Hauswesens gelegen ist. Amelie Bölte. Copyright-Zeichen, Urheber, CC BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0, internationale Signatur, Autografiensammlung von Ingbert Engelmann, Objektnummer HHI 2016 G1071 in Sammlung N, schreibende Frauen Heine Zeit, oben der da.
Verfasserin Ida von Hahn-Gräfin 1805 bis 1888, Datierung UD Anzahl Art Umfang 1 einhändiger Zettel. Da ich keine Ahnung habe, was ich in meinen Schriften schrieb, werde ich sie auch gar nicht besitzen. Bitte ich mir bei folgendem Verslein vorlieb zu nehmen. Copyright-Zeichen, Urheber, CC BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Signatur, Autograpiensammlung von Endert Engelmann, Objektnummer, HHI, 2016 G, 1.1.304 in Sammlung, N, Schreibende Frauen Heine Zeit, Odenberg Dann.
Thank you.
Thank you.
Thank you.